anvisieren. Okay, halt, 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 halt. Naja, naja, das müssen wir noch üben. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Hier ist wieder Onkel Nupsi. Und heute Teil 2 von Entrouded. Entrouded? Ja, genau. Also, wir hatten ja, oder mal wie richtig gesagt, was ist los, was ist geschehen. Wir sind gestern hier angekommen, haben uns hier die ersten Fundamente gestellt und hatten angefangen auch zu bauen. Haben dabei festgestellt, scheiße, ich bin ja nicht klar gekommen mit dem Bausystem. Heute Morgen nochmal reingeschaut und ja klar, ich habe also hier an der Werkbank Holzteile hergestellt, ja, gedrückt und den groben Holzblock ausgewählt. Davon habe ich ein paar hergestellt, nur mal so, um zu testen. Du nimmst deinen Bauhammer in der Hand, drückst die Tab-Taste und das Baumenü geht auf. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite, da kannst du die Materialien aussuchen. Ob Holz oder Stein. Steuerung gedrückt halten. Mit Mausrad wechselst du zwischen Holz und Stein. So einfach ist das. So, und dann kannst du hier unten, wenn du ausgewählt hast, kannst du dir hier unten in der Leiste aussuchen mit Alt, was du haben willst, oder besser gesagt, dann hier mit dem Mausrad durchscrollen, wa? So, ich habe jetzt, wie gesagt, Holz ausgewählt, weil Holz würde ich gerne hier ringsrum bauen wollen. Mit R, okay. Ich bin woanders. Hier wollte ich hin. So, wa? Ist das trepptechnisch richtig? Ja. Okay. Na, jetzt läuft's doch langsam. So, jetzt machen wir die 2. Die wollen wir hier oben ranstellen. Ah, warte mal, hier könnten wir ein Fenster drin machen, oder? Hier kommt wieder. Hier machen wir zu. Da drehen wir. Und jetzt sagt er, wir haben kein Holz mehr. Aber ich will hier nochmal in die Werkbank. Und gucken, ob wir Holzblöcke herstellen können. Können wir wohl. Na, dann sollten wir hier auch rumkommen. So. Das haben wir. Zu, ich mach das alle zu jetzt. Schön bauen ist später angesagt. Okay. Haben wir erstmal eine Zuflucht. Ja, klein, bescheiden. Eine Tür. Es gibt bestimmt irgendwo noch Türen. Das ist auch falsch. So, wir kümmern uns mal um Bett. Wie kriegen wir ein Bett? I. Tagebuch, Rucksack, Charakterfähigkeiten. Hier könnte ich, also hier in diesem Menü, kann ich mich entscheiden, wo ich hingehen will. Du hast verschiedene Charaktere, die du ansteuern kannst.
Da geht's vom Tank über Heiler, Zauberer, Schleicher, Überlebender, Athlet, Barbar. Hast du viele, viele, viele Möglichkeiten. So, mein Charakter hat erstmal nichts, außer eine lumpige Hose. Ja, würde ich mir gerne machen wollen. Garn. Garn. Garn aus Pflanzenfasern. Stell dich mal her, ja? So. Charakter. Kann ich mir hier irgendwas herstellen? Wie komme ich an Klamotten? Zauberstab, geht das schon. Aber ja, dann machen wir uns den mal ganz kurz. Ich habe mir sagen lassen, der ist ja nicht verkehrt. So, ansonsten aber Rüstung aus Lumpen. Da brauchen wir Stofffetzen. Und wie es aussieht, haben wir keine Stofffetzen. Fetzen. Warte mal, jetzt muss ich hier nochmal kurz durchgucken. Ach, wir haben aber auch noch keine Truhe. Können wir eine Aufbewahrungstruhe machen? Fangen wir mal hier vorne an. Bandagen, Garn, Werkbankbauhammer, Lagerfeuer, Fackel, Schild, Keule, Zauberstab, Lumpen. Lumpen. Haben wir drei Stück und wir brauchen. Ach nee, Stofffetzen brauchen wir einen noch. Hier beim Bauen bestimmt, wa? Schilde, Keule, Bögen. Nee, der schaltet ja nie durch. Okay. Gut. Wir gehen raus. Wir besorgen uns hier noch so einen ollen Fetzen. Gehen dahin, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, das war hier hinten irgendwo. Machen noch ein bisschen was kaputt. Ich habe schon wieder den Bauhammer. Das waren Stofffetzen. Das müsste doch jetzt reichen. So sieht das aus. Herstellen. Wenn wir uns jetzt angucken, auf I und gehen auf Charakter. Ausrüsten. Haha! Schön. Wir haben die erste Klamotte an. So, was haben wir hier noch? Keine Gefahr in der Nähe, Komfortwärme, Schutz. Kein Status aktiv. Gut, wir haben auch keine Buffs. Nicht? Okay. Wir machen einfach weiter hier. Hier weit liegen lassen aus Versehen? Ja. Erste Regel, wir lassen nichts liegen. Und auch das werden wir alles einsammeln. Stofffetzen. Na edel. Genauso. Denn wir brauchen ja noch Schuhe, Hose und weiß der Geier. Alles nehmen. Öffnen. Okay. So, was haben wir hier noch? Pflanzenfasern. Garn war das. Sehr schön.
Metallschrott. Edel. Okay. So. Achso, wir müssen noch immer schön darauf achten, dass wir hier nicht zu lange drinnen bleiben, wa? Kann ja immer ganz schnell gehen. Bist du beim Sammeln und Sammeln und Sammeln und verlierst dann völlig die Zeit. Ach so, jetzt flieg erst den Schlauch, ja? Aha. Na gut. So, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Essen mit. Oder erstmal Kohle. Holz. Hier noch ein bisschen Happy Happy. Ja, und da kannst du halt jeden Tag plündern hier, wa? So. Geht vorwärts. Ah, Garn. Auch sehr gut. So, das kannst du hier auch, glaube ich, abbauen. Was bringt's? Wofür ist es? Ich weiß es nicht. Jetzt lassen wir. Da ist auch schon wieder ein Paul. Die sind natürlich immer angenehm. Stofffetzen und Runen. Ah, sehr schön. Aber ich habe bei denen vorhin die Runen, glaube ich, nicht gekriegt, wa? Bin mir nicht sicher. Na gut. Sehen mal zu, dass wir hier wieder rauskommen. Oh, was ist denn das? Aha. Geschichte allgemein. Das Miasma zieht herauf. Ich habe ja keine Zeit hier. Du Scheiße, ich weiß nicht, ob das hier so gut ist. Ein Dietrich. Okay. Okay, ich gehe dann erstmal. Ich gehe erstmal wieder raus hier. Wir werden mal sehen, dass wir irgendwo Licht finden. Okay, ich bin raus. Dietrich. So, lasst uns mal kurz schauen. Handwerk. Dietrich. Herstellen. Okay. Ja, wo ist mein Dietrich? I. Rucksack.
Hier ist mein Dietrich. Den legen wir mal jetzt auf, sagen wir mal dahin. Nee, das war ganz schlecht. So, war? Okay. Jetzt versuche ich nochmal zurückzugehen. Ich hoffe, dass ich das Loch nochmal finde. Das sieht ja auch schön aus. Ach du Schande. Also, das ist ja meine Orientierung, war? Zweimal drehen und ich habe keine Ahnung mehr. Das Loch finde ich nie wieder. Jetzt wird es noch dunkel. Na, danke. Danke, danke. Hier war ein Bett. Moment, hier ist ein Bett. Ich wüsste es. Da. Die Nachtgeschwindigkeit mal 60. Kikeriki, das war's. So, okay, wir sind wieder raus. Hier sind wir dran vorbeigegangen, bilde ich mir ein. Oder sind wir hier reingegangen? Warte mal. Wir waren hier drinne, genau. Sind dann rausgegangen, sind hier rüber. Dann waren wir hier im Miasma. Dann sind wir so gedackelt und gedackelt. Dann mal hier rüber ja, und dann war hier das Loch. So, dann waren wir hier drüben. Können wir jetzt mal da plündern. Okay. Und dann gehen wir mal in die Truhe. Dann nehmen wir die zwei. Dann öffnen. Bandage. Okay. Naja. Wir hätten jetzt von das gedacht, was da drin ist. Oh gut. Alte Bücher, aber was mache ich mit so vielen alten Büchern? Wer soll die lesen? Da habe ich gar keine Zeit für. Nee. Oh, meine Ficky-Fackel ist alle. Müssen wir sowieso weg. So, jetzt raus. Wir gehen erstmal wieder Richtung Heimat. Was waren hier noch? Im ersten Mal schon wieder. Lass mich raus. Jetzt kannst du mal. Ja, von mir aus kannst du drauf lassen. Die drei. Ja, wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir an der Truhe kommen, ja? Der Platz ist ja doch ein bisschen begrenzt. Ach, kick mal hier. Chillig, wa? So. Das ist schon mal gut. Okay, was könnte ich überhaupt machen? Steinmetz, damit kann ich mir schneller. Und Holzfäller. 30% mehr Schaden gegen Holzobjekte. 30% gegen Ressourcenadern. Gnadenloser Angriff.
Führe einen gnadenlosen Angriff aus, indem du E drückst, um einen Gegner, den du überwältigt hast, massiven Schaden zuzufügen. Überwältigen. Um einen Gegner zu überwältigen, führst du seine Betäubungsleiste, indem du angreifst, während er blockt oder seine Angriffe pariert. Erlöser, du benötigst nur 3 statt 6 Sekunden, um einen Verbündeten wieder zu beleben. Ach, das ist der Heiler, okay. Die Grunddauer für den Ausruhebuff wird um 5 Minuten erhöht. Erhöhe den Komfort in deiner Basis, um die Dauer weiter zu verlängern. Das ist der Gorner. Schleichangriffe. Der Schleichangriff fügt ahnungslosen Gegnern massiven 10-fachen Schaden zu. Um ihn auszulösen, schleiche dich an einen Gegner heran und drücke E. Ja, das ist vielleicht nicht verkehrt. Geschick, erhöhe dein Geschick-Attribute um 1. Fernkampfschaden um 5% pro Attributpunkte plus. Okay, das ist schon nicht schlecht. Holzfäller-Äxte verursachen 30% mehr Schaden gegen Holzobjekte, einschließlich Bäume. Kondition erhöht deine Konditionsattribute um 1, erhöht die Ausdauer um 10. Stärke erhöht deine Stärke, erhöht den Nahkampfschaden um 5%. Erhöht deine Stärke, Attribute um 1. Konstitution. Ah, erhöht die Konstitution, Attribute um 1. Erhöhen der Gesundheit um 50 pro Attributpunkte. Ja. Intelligenz um 1. Erhöht den Magieschaden um 5%. So. Jetzt wissen wir Bescheid. Ausdauer für den Angriff. Warte mal, der Erzensystem fand ich nicht schlecht. Ja, ich kann mich nicht entscheiden, also lassen wir das mal. So, das sind die Jungs, die wir hier uns noch holen können. Tagebuch, da gibt er dir die Quest vor und die Werkstätten. Ach nee, da zeigt er, was für Werkstätten du hast. Okay. Und was du damit bauen kannst. Stauraum. Jetzt haben wir's. E. Stauraum. Wir brauchen Äste. Wir pinnen uns das mal an. Besorgen uns Äste. Äste kriegen wir durch Büsche. Hier waren keine drin. Vielleicht kommen hier welche mit. Arzt kam da raus. Okay. Äste. Wir brauchen noch 3, steht hier. Aus der Blaubeere, weiß ich nicht. Uschi, Uschi, ich brauche noch einen Buschi. Auch die Uschi. So, da haben wir's. Okay. Herstellen. Kann ich das gleich mit der Leertaste machen, vielleicht? Nö. Okidoki. Okidoki, sagt er. Ach, die stelle ich hier einfach irgendwo hin jetzt. I.
Handwerk. Warte mal. Habe ich die denn jetzt hergestellt? Besitze ich die? Da müsste die ja im Inventar sein, wa? Nee, kann sie nicht, weil der Inventar ist ja voll. Ich müsste auf meinen Rucksack gehen. Quark mit Soße. Hier müssen wir einen Zack herstellen. Jetzt haben wir eine Kiste. Wo immer sich die jetzt befinden mag. Wo immer die sich befinden mag. Hier und neigst du nicht. Und hier ist auch nicht. Hier ist er. Die ziehen wir uns mal hier runter. Dann nehmen wir die 4. Oder die ja schnell. Okay. Ja, ist egal. Jetzt können wir erstmal ein bisschen was rauspacken. Die Runen. Kann man das, würde mich jetzt interessieren, mit Klick machen? Nee. Umschalten, Stapel nachfüllen, alles nehmen, Inventar sortieren, Bestand sortieren, Stapel ablegen, umschalten, na, das ist ja auch nicht so einfach. Tierfälle nehmen wir raus. Metallschrott. Wichtig, popichtig. Die Säbel hier, ja. Puh. Ich hoffe, dass wir die irgendwann mal umtauschen können. Oder wisst ihr, was ich meine hier, dass wir die wieder zerlegen können oder so. So, Feuersteinpfeil. Er kann wichtig sein. Den Zauberstab, den würde ich auf jeden Fall behalten. Komm mal runter hier. So, Fell packen wir aus. Garn lasse ich erstmal hier. Glühwürmchen lasse ich noch hier. Pflanzenfasern behalten wir mal. Weil da werden wir mal gucken, ob wir uns was bauen, was anziehen können. Erde, Stein, Feuerstein. Metallschrott, ganz wichtig. Harz lasse ich mal noch hier. Die Pulvervasen, Heiltrank. Nee, lass ich mal. Knochen, Miasmaspuren. Holzscheide. Okay, jetzt krieg ich auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen was ins Inventar. Wasserschläuche haben wir jetzt aber genug, glaube ich. Essen, hier können wir noch essen, was brutzeln. Okay. So. Dann gucken wir mal, ob wir uns was zum Anziehen machen können. Charakter. So eine Hose habe ich. Okay, darum jetzt nicht. Handschuhe. Geht auch nicht, warte. Handwerk. Wir wollen was zum Anziehen haben. Rüstung. Lumpen. Stofffetzen haben wir Garn. Garn habe ich gerade rausgepackt, Dummi. Hier ist Garn. Nehmen wir mal wieder zurück. Und dann gehen wir nochmal auf I und sagen Lumpen. Jetzt will ich aber kein Hemd haben. Nö, ein Hemd will ich nicht. Schuhe werden mir angenehm. Wisst ihr? Ausrüstbar, Stufe 3. Ich möchte Schuhe zum Beispiel. Ah. Keine Schuhe, das ist doof. So, jetzt mal hier nochmal hin. Okay, ich muss mal den Zauberstab probieren.
Irgendeinen Haftan suchen. Mit Tab anvisieren. Okay, halt, 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 halt. Naja, das müssen wir noch üben. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Wobei ich da mit meiner Axt, glaube ich, besser wegkomme. Hallo, jemand zu Hause? Ja, ich gehe einfach, weil das hat sich scheiße angehört da unten. Ja, und so funktioniert das hier alles, wa? Wir nehmen eine Blaubeere, die soll uns heilen. So, jetzt haben wir hier ein bisschen gebaut, das Bausystem ein bisschen besser kennengelernt. Wir werden sehen, dass wir uns jetzt noch ein Bett hinstellen. Bett ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wir brauchen noch ein Dach auf unsere Hütte. Und dann sollten wir uns vielleicht schon mal darum kümmern können, dass wir unseren ersten Mitbewohner einsammeln. Da müssten wir runter. Gott, oh Gott, es gibt hier so viel zu sehen. Eine Ziehe kriegen wir, glaube ich, nicht. Mäh, mäh, wo bist denn du? Da. Mäh, mäh, wir haben eine Ziege. Mäh. Okay. Also, Bettchen ist angesagt. Bettchen ist angesagt und dann gehen wir morgen und holen unseren Schmied ab. Wie findet ihr das? Eine Tür. Warum kann ich hier noch keine Tür bauen? Das ist auch noch eine Geschichte, die mich ein bisschen triggert jetzt. Triggert, triggert. Hier wohnt, glaube ich, der Schmied. Oder? Ich weiß es nicht. Ein Bett. Guck mal, ich möchte ein Bett haben. Den Greifhaken. Greifhaken ist wichtig. Haben wir einen Greifhaken. Bett ist wichtig. Na, Freunde, das läuft aber jetzt, ja? Halleluja, Halleluja. So. Irgendwo muss das Bett sein. Hier ist das Bett. Kann man sich immer noch schön machen. Der Steinfußboden gefällt mir gerade überhaupt nicht. Hätte ich andersrum machen sollen. Unten Holz, oben Stein. Wäre angenehmer gewesen. Gut. Greifhaken habe ich jetzt auf der 1. Ist nicht so gut, denn wo ist denn jetzt Greifhaken auf der 1?
Ach, hier ist meine Kampfleiste. Alles gut. Okay, Freunde. Das soll es für heute gewesen sein. Kurz und schmerzlos. Wir haben eine Hütte zu stehen. Gut, wir haben noch kein Dach drauf. Aber das wird noch. Auch das kriegen wir noch hin. Glaubt mir nur. Ach so, warte mal. Warte mal. Einen Versuch mache ich noch. Die zwei. Tabi. Warum ging das nicht? Weil die falschen Materialien haben. Dächer. Oder weil ich kein Material in Tech habe. Aber ich habe Holz drinne, Stein drinne. Und Holz habe ich drinne. Ich mache das mal so. Oder muss ich ihn erst sagen, mach Dächer. Feuerstein, Stein, Holz, geteerten Holz. Nee, doch hier. Dachblöcke. Pflanzenfaser, Dachblock. Ah ja. Okay, gucken wir mal. Wir gucken mal. So, Dächer. Da sind wir ja in Dächer. Okay, ach, jetzt haben wir sie auch. Na siehste, läuft. Nee, das muss hier hin. Halt. Ach, das war ja mit R drehen. Warte mal, jetzt brauchen wir erstmal. Ja, die 1. Und das drehen wir mit R, haben wir gelernt. Zack. So. Jetzt bräuchten wir die 2. Drehen das ebenfalls mit R. Zack. Bin begeistert. Wenn du erstmal weißt, wie das funktioniert, ist das wirklich easy, ja? Okay, wir haben keine Pflanzenfaser mehr. Zack. Zack. Und jetzt hier intravenös. Das ist die 3. Aha. Sieht nicht passend aus, oder? Nee, das sieht nicht so aus, als wenn das richtig wäre. Was ja auch nicht ist. Ja, jetzt muss das wieder weg. Das hat durchgeklappt, gut. Das sieht besser aus, aber nicht perfekt, oder? Kaputt gerade nicht. Aha, okay. Das sieht so aus, als wenn, wa? Ja. Okay, Jungs. Jetzt ist die Hütte dicht. Jetzt gucke ich hier mal noch ganz schnell, ob das hier eine Tür gibt. Dach, dum, dum, dum. Naja, von Tür sehe ich hier nichts.
Hier können wir noch ein Fenster einsetzen. Dächer wollen wir nicht. So, pass auf, eine Tür, eine Tür, eine Tür. Aber ich kann mich hier bemühen, wie ich möchte. Ich sehe hier keine Tür. Ich sehe hier keine Tür und keine Fenster. Auch da kommen wir noch hinter. So, jetzt aber wirklich. Schluss mit lustig. Alles klar, in diesem Sinne, Freunde. Halt. Ja, da oben sieht es auch aus. Was ist denn das denn? Oder muss das so sein? Oh, vermutlich schon, wa? Gut, also, tschö mit dir, euer Onkel Nupsi.